Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 284. Heute wird es wieder lustig, beziehungsweise wir haben ein paar Sachen aus der Realsatire gegriffen. Und ihr seht, heute gibt es eine neue Location. Das hat einen ganz, ganz einfachen Grund, denn ihr habt es wahrscheinlich alle festgestellt, es war in den letzten Wochen ziemlich nass und vor allem auch ziemlich kühl. Ich habe ja den ein oder anderen Vlog im Pullover, teilweise mit Schal drehen müssen, weil man sonst einfach nicht unbedingt so sehr gemütlich aushält auf seinem Spaziergang. Nun, das Gleiche hat natürlich auch mein Auto betroffen, denn ich fahre im Sommer relativ gerne Zug, beziehungsweise wenn ich nach Berlin-Mitte muss, dann fahre ich sowieso eher Zug, weil da gibt es ja keine Parkplätze. Und mein Auto stand jetzt ungefähr, naja, 1,5 Wochen, 2 Wochen rum und ich habe es nicht bewegt. Was an sich kein Problem sein sollte. Wenn es aber alle 3 Tage schüttet wie aus Kübeln, dann bildet sich leider relativ schnell Flugrost auf meinen fast nagelneuen Bremsscheiben. Und das war mittlerweile in einem Maß, das fand ich doch ein Stück weit bedenklich. Aber lange Rede, kurzer Sinn, was ich euch eigentlich mitteilen wollte, ist, ich bin gerade Bremsen gefahren, um meine Bremsen zu reinigen. Liebe Greta, wo ist der Klimawandel? Wo ist der Sommer? Wenn ich mit meinem Auto, was nicht mal 2 Wochen stillgestanden hat, fahren muss, um den Rost runter zu bremsen, damit mir die Bremsscheiben nicht weggammeln, dann läuft da irgendwie im Hochsommer ein bisschen was schief. Ist zumindest meiner Ansicht. Naja, egal. Ihr wisst jetzt alle, ich war gerade bremsen. Normalerweise laufe ich immer zum Park, weil ich es eigentlich ziemlich sinnlos finde, 2 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Erst recht, wenn ich dann spazieren gehen will. Aber was ist das kleinere Übel? Entweder 2 Kilometer sinnlos kurven, meine Bremsen so säubern, dass ich sie nicht in einem halben Jahr oder einem Jahr austauschen muss und 100 Euro in der Werkstatt zahle. Naja, vermutlich das Fahren, egal. So, wir haben noch einige lustige Sachen, die wir heute besprechen wollen und es soll um Greta gehen. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, unsere liebe Greta ist in Lausanne bei einem Klimagipfel mit 400 anderen Fridays for Future Aktivisten. Die jungen Herrschaften wollen die Welt retten. Und haben dazu sich zumindest zum Ziel gesetzt, diverse Aktionspläne zu erstellen und zu verabschieden. Nun hat man offenbar nicht damit gerechnet, dass da größtenteils Kinder sitzen, die sich auch wie Kinder verhalten. Und das Ganze scheint ein Stück weit aus dem Ruder gelaufen zu sein. Denn es wurden an einem Tag sogar Journalisten des Saals verwiesen, weil die Fridays for Future Kinder sich nicht auch noch vor der Presse blamieren wollten, weil sie die Differenzen unter sich klären wollten. Aber vielleicht mal von vorn. Es gab schon zu Beginn diverse Kritikpunkte der Teilnehmer dieser Konferenz und die harmlosen darunter waren auch, dass sie die Schweiz irgendwie doof fanden, weil da kann man ja sein mobiles Internet nicht nutzen, das kostet ja. Naja, also eigentlich könnte man da ja WLAN zur Verfügung stellen, ne? Aber den Kids ist sauer aufgestoßen, dass die Schweiz irgendwie doof ist, weil da gibt es ja Roaminggebühren. Ja gut, es gibt halt nicht alles geschenkt, Freunde der Sonne. Ich war auch 3 Wochen in der Schweiz im Winter und ich habe dann halt einfach mir eine Auslandsflat gebucht für die Zeit. Das ging. Sicher ist das teurer als in Deutschland, aber wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Und darüber rumzujammern, dass man nicht in der Schweiz tagen will, weil da kostet das Internet was. Also wo sind wir denn bei Wünscht euch was oder was? Aber es geht noch weiter, denn auch das Essen, die Verpflegung bei der Klimakonferenz stand den jungen Klimaaktivisten nicht unbedingt an. Das Essen wurde wohl relativ einfach gehalten, wahrscheinlich auch aus Klimaschutzgründen, bla bla bla. Aber die Teilnehmer fanden das irgendwie nicht so cool und wenn man sich im Supermarkt was kauft, dann ist das ja fast unbezahlbar für die armen Kids. Naja, also ihr seid auf einer Klimakonferenz, ihr wollt die Welt retten, ihr wollt uns allen vorschreiben, was wir zu essen haben, wie wir zu leben haben. Und selber mägelt ihr an dem Essen rum, was auf eurer Konferenz serviert wird? Wasser predigen, Wein saufen, nenne ich das mal. Und vielleicht kommt der ein oder andere ja jetzt auch im reellen Leben an, wenn er sieht, was Lebensmittel im Laden tatsächlich kosten. Ja, die Schweiz ist teuer, das stimmt. Aber vielleicht ist das tatsächlich ein wichtiger Lerneffekt, den diese Kids genau benötigt haben. So, aber jetzt mal zum Inhaltlichen, weg von dem rundherum Mimimi. Die 400 Kids inklusive unserer lieben Greta haben sich ja im Voraus so als ja mega erwachsen aufgespielt. Sie können allen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Sie wissen, wie die Welt funktioniert. Wer im Plenum ein Haus mit seinen Fingern macht, wie auch immer das funktionieren soll, also wer ein Haus über seinen Kopf zeigt, für den wird die Konferenz sofort unterbrochen, um über dessen Gefühle und Belange zu sprechen. Kein Scherz. Wenn sich jemand unwohl fühlt, dann muss er ein Haus machen. Ich kann jetzt das L für Loser machen, das trifft es wahrscheinlich eher. Und dann unterbricht man sofort und diskutiert die Probleme dieser Person aus. Offenbar ist es nicht ganz so effizient, denn mittlerweile hat sich eine Gruppe herauskristallisiert, die Fridays for Future während der Konferenz bestreikt. Kein Scherz. Liebe Kids, man kann vielleicht doch nicht alles mit Arbeitsverweigerung und Streiken lösen. Das solltet ihr spätestens jetzt bemerken. Denn wenn die eigenen Mitläufer während der eigenen Konferenz in Streik treten, weil ihnen die Inhalte nicht passen,
Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Also das ist so erbärmlich, das ist so lächerlich, da fehlen mir eigentlich die Worte für. Zu dieser Gruppe hat sich auch Greta gesellt. Offiziell natürlich nur, um eine andere Mitstreiterin zu trösten, die ja weinend aus dem Saal gestürmt ist, weil sie es drin nicht mehr ausgehalten hat. Und vor der Tür ist sie zusammengebrochen, ja, wahrscheinlich wieder dieses Snowflake-Gehabe, weil ihr irgendwas nicht gepasst hat. Es ging irgendwas nicht nach ihrem Kopf und sie rennt heulend raus, das kennen wir von der Chaplier. Da kommt Kritik und Madame rennt flennend weg. Egal, das kennen wir auf jeden Fall bereits und das ist offensichtlich auch bei Fridays for Future in Mode gekommen. Ja, sie ist vor die Tür gerannt, Greta rannte hinterher. Und die Differenz, beziehungsweise die große Differenz, der große Graben, der sich gebildet hat, ist wohl, wie radikal wollen die Fridays for Future Kids werden? Ich hoffe übrigens, dass ihr mich noch einigermaßen versteht. Es ist gerade so ein leises Lüftchen unterwegs. Ich glaube, ihr seht das. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die Mikrofone bei dem Handy liegen. Ich hatte ja gestern schon so ein paar Windgeräusche drin. Ich rede einfach ein Stück weit lauter und versuche Richtung Baum zu laufen, wo weniger Wind ist. Aber ich denke, das passt schon. So, Fridays for Future stellt sich die Frage, wie radikal sie sein wollen. Und offensichtlich steht diese ganze Bewegung vor einem großen Umbruch, denn es zeichnet sich ein Flügelkampf ab. Kein Scherz. Anscheinend kristallisiert sich immer stärker ein linksradikaler bis teils sogar linksextremistischer Flügel heraus, herzlichen Glückwunsch, der beispielsweise den Kapitalismus abschaffen will und den Sozialismus einführen. Gab es ja schon diverse Überschneidungen dank unserer Langstrecken-Luisa, die da irgendwie doch sehr mit radikalen und teilweise extremistischen Gruppen sympathisiert hat, die da irgendwie als Aktivisten mit ähnlichem Ziel und naja, vielleicht anderen Vorgehensweisen, aber immerhin so große Unterschiede gibt es ja da gar nicht bezeichnet hat. Das Ganze scheint sich so ein Stück weit durchzuziehen bei Fridays for Future und das stößt bei einigen Teilnehmern der Konferenz auf harte Kritik. Denn beispielsweise die polnischen Teilnehmer finden das irgendwie gar nicht so cool. Konnte ich nachvollziehen. Die Polen, die wollen nicht unbedingt den Sozialismus haben. Jo, die Deutschen und die Franzosen anscheinend, die stehen da irgendwie drauf. Wahrscheinlich, weil sie es selber noch nicht erlebt haben, weil sie alle zu jung waren, als es hier einen Sozialismus gab, beziehungsweise noch nicht geboren waren. Ich zum Glück auch nicht. Also ich bin da verdammt froh drüber, dass ich keinen Sozialismus erleben musste. Aber ein Teil der, ich nenne es mal, vernünftig gebliebenen Teilnehmer lehnt sozialistische Ideologien ab und hat das wohl auch so zum Ausdruck gebracht, dass das so natürlich nicht geht. Die wollen da, oder die haben sich auf die Fahne geschrieben, da die Welt mit dem Klima zu retten, bla bla bla. Und plötzlich kommt da wer um die Ecke und will den Sozialismus durchs Kinderzimmer einführen? Der ein oder andere Teilnehmer ist zu Recht not amused. Kann ich nachvollziehen. So, dieser Grabenstreit droht sich zu vertiefen, wie es aussieht. Wie gesagt, dass man die Presse des Saales verwiesen hat, weil man die Streitereien innerhalb der Gruppe gern ohne mediale Aufmerksamkeit lösen möchte, spricht ein ganz deutliches Bild. Und ich bin gespannt, ob wir von dem Flügelkampf der Fridays for Future zersetzt in der Presse noch häufiger lesen werden. Denn ich sehe da einige Parallelen beispielsweise zur Berichterstattung Thema AfD-Flügel. Da wird ja immer wieder drauf rumgehackt, wie schlimm der Flügel ist und wie bedroht die ganze Partei durch den Flügel ist. Ich bin auch kein Fan von diversen Politikern, das ist glaube ich bekannt. Aber ich bin gespannt, ob die Presse jetzt auch gleiche Berichterstattung bei Fridays for Future walten lässt und den sich als linksextremistisch abzeichnenden Flügel entsprechend in die Mangel nimmt. Ich bezweifle es ehrlich gesagt ein Stück, weil ich glaube nicht, dass da viel kommt. Aber ihr wisst, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich denke allein die Tatsache, dass sich da jetzt teilweise sogar ganz offen ein extremistischer Flügel breit macht in dieser Kinderorganisation, der gibt nicht nur allen Kritikern recht, die von Anfang an gesagt haben, hey, da geht es nicht um irgendwelche Klimageschichten, da geht es knallhart um irgendwelche linksextremistischen Gedankenkonstrukte. Die dürfen sich jetzt meiner Meinung nach ganz zu Recht bestätigt sehen. Und jeder andere, inklusive Verfassungsschutz, sollte das Ding mal ganz genau auf dem Schirm haben und schauen, wie das weitergeht. Denn Linksextremismus kämpfen gegen das böse Kapital und so weiter, wahrscheinlich auch gegen jeden Bösen, der es sich in irgendeiner Art und Weise erdreistet, persönliches Eigentum zu besitzen. Das steht nicht so ganz auf dem Boden unseres Grundgesetzes, werde ich mal vorsichtig anmerken. Also, lieber Verfassungsschutz, vielleicht Beobachtungsfall? Nee, Verdachtsfall kommt ja zuerst. Habt Spaß. Aber wir haben noch was anderes, nachdem Greta nun offensichtlich ihre eigenen Geister, die sie gerufen hat, nicht mehr unter Kontrolle hat. Was abzusehen war, das Mädel hat eine Ausstrahlung wie ein Wischmopp, will ich es mal nennen. Das klingt jetzt ganz böse, aber die Frau ist einfach, die kannst du doch als Führungsperson nicht ernst nehmen. Übrigens noch was Thema Führungsperson. Unsere liebe Langstrecken-Luisa ist auch so ein bisschen in Verruf gekommen. Ich weiß nicht, ob bei der Flügelabspaltung oder bei den
normalen Klimakindern, wie auch immer man das nennen soll. Es gehen wohl in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen Fotos von ihr rum, die durchgestrichen sind, wo drauf steht Nein zum Personenkult. Das ist ganz spannend. Denn das, was man dem AfD-Flügel mit dem Höcke und so weiter unterstellt, genau das hat man offensichtlich jetzt in der eigenen Bagage, will ich es mal nennen, so dass man sich nun mittlerweile gegen die eigene, in Deutschland etablierte Anführerin wendet. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich kann hier diese Langstrecken-Luisa nicht leiden und ich finde das doch ziemlich peinlich, dass sie sich auf Kosten anderer Kinder da ein Stück weit ins gemachte Nest setzt und wahrscheinlich ja, so für die nächsten Jahre ausgesorgt hat, denn die Dame wird wahrscheinlich mit Kusshand bei irgendwelchen NGOs aufgenommen nach der Schule. Die muss sich wahrscheinlich keine finanziellen Sorgen machen, auf Kosten sehr, sehr vieler anderer Kinder, die dieses Privileg nicht haben, die nie grüner Staatssekretär oder grüner Abgeordneter werden. Mrs. Neubauer ist ja wohl auch Mitglied der Grünen, ich glaube sogar irgendwo im Vorstand, aber da bin ich jetzt ganz vorsichtig, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass sie Mitglied ist, was oft verschwiegen wird, was auch irgendwie bitter ist, denn man verkauft sie als Aktivistin und erwähnt nicht mal, dass sie Mitglied bei den Grünen ist. Also, grenzwertige Berichterstattung. Bei mir wird da immer sofort drauf rumgeritten, wenn ich irgendwie auch nur irgendwas sage und da stellt man mir sofort irgendwelche Parteigeschichten, die mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Was doch vollkommen absurd ist, denn beispielsweise auf YouTube, das hat nichts mit Parteien irgendwie zu tun hier auf meinem Kanal. Sollte eigentlich mittlerweile bekannt sein. Bei der Neubauer ist das anscheinend vollkommen egal. Egal, zweierlei Maß. Wir haben aber noch zwei andere Sachen, über die wir sprechen sollten. Denn zum einen habe ich ja vor einigen Wochen prophezeit, dass wir unsere liebe Raketendame bald wahrscheinlich in allen Talkshows bewundern können. So, das Ganze hat nun gestern mit, wie hieß die Dame? Ich habe den Namen vergessen. Sandra? Nee, die Kurzhaarige da. Scheiße. Ihr wisst, wen ich meine. Auf jeden Fall war die Dame in unserer Rakete bei dieser Dame in der Talkshow zusammen mit Herrn Habeck und noch ein paar anderen Leuten. Und hat da doch sehr unkritisch ihre Standpunkte äußern dürfen. Es gab keine Rückfragen. Die einfachsten Antworten wurden ihr durchgehen gelassen. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe gerade irgendwie so Wortfindungsstörungen wie häufiger. Und insgesamt hat es teilweise so gewirkt, als würde die Moderatorin die Dame gleich heiraten wollen. War das die Hayali? Ich glaube, das war die Hayali. Genau, Hayali war das, die Talkshow. Die hat der da irgendwie so dermaßen die Füße geleckt. Ich konnte mir die ganze Sendung nicht antun. Ich habe nur einige Ausschnitte gesehen und die Kritiken gelesen und das war ein Trauerspiel. Also kein Wort davon, dass es durchaus vielleicht ein illegales Verhalten war, was dort ablief. Kein Wort davon, dass es ein ziemlich asoziales Verhalten ist. Kein Wort davon, dass es möglicherweise einen Grund geben könnte, warum sehr, sehr viele Leute durchaus nicht so glücklich über die Aktivitäten dieser Raketendame sind. Nein. Sie wurde einfach nur gefragt, ob sie denn die Kritik verstehen kann, woraufhin sie meinte, nein, kann sie eigentlich nicht. Ja, natürlich nicht. Die Dame, die profitiert ja von der Scheiße. Warum sollte sie da irgendwas verstehen? Die weiß ganz genau, was sie da abzieht, aber egal. Und die Hayali hat ihr das alles durchgewunken. Da gab es nicht mal so ein von wegen. Aber irgendwie ist es ja schon durchaus auch ein gewisser Anreiz, damit noch mehr Leute dort aufs Mittelmeer rausschippern. Das kann durchaus auch von kriminellen Schlepperorganisationen missbraucht werden und möglicherweise ist sie dadurch Beihelferin zu irgendwelchen Straftaten. In die Richtung ging das Interview wohl überhaupt nicht. Im Gegenteil, man hat der Dame wunderbar eingestanden, ihre angeblich moralisch überlegenen Weltverbesserungsideologien da lang und breit auszubreiten, ohne da auch nur im Ansatz mal ein kleines bisschen Kritik durchzulassen. Man hat sie mal wieder als Heldin stilisiert, man hat sie mal wieder inszeniert wie sonst wen. Bin gespannt, wann der Nobelpreis kommt. Na, den hat sie eigentlich nicht verdient. Aber vielleicht gibt es ja irgendwie einen Friedensnobelpreis oder so. Oh, dieser doofe Wind heult. Wir müssen mal ein Stück weit unter die Bäume gehen, sonst ist der Ton gleich wirklich weg. Das sollte aber auch nur eine kurze Anmerkung am Rande waren. Der Habeck, der hat sich wohl wenig geschickt angestellt in der Sendung, denn er hat wohl irgendwie ja, zwar versucht, die Zuschauer auf seine Seite zu ziehen, das ist ihm aber nicht ganz so gut gelungen und er hat wohl eigentlich eher durchblicken lassen, dass er ein teilweise überforderter Parteipolitiker ist und kein Kanzlerkandidat. Zum Glück. Aber das, was ich eigentlich mit euch besprechen wollte, ist ein interessanter Facebook-Post bzw. die Auflösung davon in Bezug auf die schlimme Tat in Frankfurt am Bahnhof. Ihr habt das alle mitbekommen, der 8-jährige Oskar wurde da von einem, naja, kann man hier wahrscheinlich nicht nennen, vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Darüber hatten wir vor einigen Tagen gesprochen. Und es gab natürlich ganz zu Recht eine Welle der Empörung auf Facebook anschließend. Viele Leute haben mitgeteilt, dass
dass da eigentlich auch politische Konsequenzen folgen müssten. Das sollte eigentlich auch jedem normal denkenden Menschen klar sein. Daraufhin kam eine Dame, mutmaßlich, das Profil war ausgeblurrt, zumindest der Name und das Titelbild, das Profilbild, aber vom Kontext her ist es eigentlich naheliegend, dass es eine Dame war. Die kam um die Ecke und war der Meinung, alle, die sich nun über diese schlimme Tat, beziehungsweise die versuchen, diese schlimme Tat zu kritisieren, die es sich wagen zu hinterfragen, wie sowas passieren kann, die alle sind ja ganz, ganz böse und gemein und jeder, der der Meinung ist, dass es in Deutschland früher besser war, bla bla bla, dass es weniger Kriminalität gab, der hat einfach nur keine Ahnung, denn, und jetzt kommt das eigentlich Traurige, was aber wiederum lustig wird gleich, ihre eigene Tante wurde wohl vor 50 Jahren in Frankfurt am Hauptbahnhof mit 9 Jahren von einem 43-jährigen deutschen Arbeiter, der bei irgendwelchen Farbwerken arbeitet, vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Die 7-jährige Schwester der Tante, also ihre Mutter, hat das wohl live mit ansehen müssen. Die Mutter der Posterin, nicht der Tante, das wäre irgendwie ein bisschen sehr, sehr seltsam. Und es wurden wohl sämtliche Zeitungsartikel und Berichte und alles Mögliche aufbewahrt und gesammelt in einem Karton. Und ihr Post sollte eigentlich nur dazu dienen, die angeblich ihrer Meinung nach besorgten Bürger, die es sich wagen zu kritisieren, wie sowas sein kann im Jahr 2019, denen, ja mal wieder dieses, das hat es früher auch schon gegeben und Deutsche machen das ja auch, bla bla bla, unter die Nase zu reiben, aber hat sich dabei ziemlich in die Nesseln gesetzt. Denn mittlerweile kam raus, dass es diese besagte Tante wohl nie gegeben hat. Die Bahn hat den Fall wohl geprüft. Denn das, was im Bereich des Bahnhofs passiert ist, da müsste es Aufzeichnungen zu geben, logischerweise. Und sie haben, ich glaube, einen 3-Jahres-Zeitraum oder 3 Jahre lang, die in diesen Zeitraum fallen, komplett geprüft, im Archiv nachgeschaut und es ist kein einziger Vorgang in diese Richtung bekannt. So, das heißt, den Fall, den gab es nie. Ich weiß nicht, ob die Dame am krampfhaften Münchhausen-Syndrom leidet oder ob es da vielleicht auch irgendwie so ein Framing-Manual für den aufrechten linksradikalen, was weiß ich, Internet-Troll gibt, in dem steht, dass es völlig okay ist, sich irgendwelche schlimmen Familiengeschichten auszudenken, wenn es der eigenen politischen Ideologie dient. Ihr habt es mitbekommen, diese Marie-Hinks-Tante, die sich da auch ihrer angeblich im Holocaust verstorbenen Verwandten ausgedacht hat, auch so eine widerwärtige Verhaltensweise, wenn man das so nennen will, oder so ein widerwärtiges, ja, so ein sich selber in den Mittelpunkt rücken, sich selber irgendwie aufspielen als was ganz, ganz Trauriges, Betroffenes, Schlimmes. Ihr wisst alle, was ich meine. Und irgendwie scheint das Ganze ja in Mode zu sein. Ich weiß gar nicht, wie man das anders nennen soll. Denn einerseits ist es natürlich eine Fake News, aber das Ganze hat ja durchaus einen eindeutigen, nachweisbaren, politisch instrumentalisierten Hintergrund. Der Dame hat es nicht gepasst, dass logischerweise hinterfragt wird, wie innerhalb von 2 Wochen 2 so schlimme Taten an Bahnhöfen erfolgen können. Warum Täter, die teilweise überhaupt nicht mehr hätten hier sein dürfen, überhaupt die Möglichkeit hatten, da unschuldige Leute vor Züge zu stoßen. Und ihre Antwort darauf ist nicht etwa das zu hinterfragen und auch härtere Sanktionen gegenüber solchen Tätern zu fordern. Nein, sie denkt sich eine eigene Familientragödie aus, von wegen ihre Tante wurde mit 9 Jahren von einem deutschen Arbeiter vor einen Zug gestoßen, bla bla bla. Und dann plötzlich kommt's raus. Bin gespannt, ob die Tante nun auch, nachdem ihr fingiertes Weltbild, ihre fingierte Realität zusammengebrochen ist, ob sie dann nun auch Selbstmord begeht, wie diese Hinks da. An sich natürlich ist es traurig für die Verwandten und Bekannten, aber ganz ehrlich, wer lügt, wer ganz bewusst lügt und dann, weil er enttarnt wird, offensichtlich so am Boden zerstört ist, dass er keinen anderen Ausweg mehr sieht, naja, der hat halt irgendwo selber Schuld, dann habe ich da nicht wirklich viel Mitleid für übrig. Hätte ja nicht lügen müssen. Beziehungsweise da gehört schon ziemlich viel kriminelle Energie dazu, sich so eine Geschichte auszudenken und zu versuchen, damit öffentlich Stimmung zu machen. Also ich finde das pervers, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich würde meinen, wir kommen dann für heute erstmal zum Ende. Falls ihr noch ähnliche Fälle kennt, wie den dieser beiden Damen, will ich es mal nennen, die sich da irgendwelche schlimmen Familientragödien inklusive Opfergeschichten erfinden, um da irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und ihre eigene politische Agenda durchzudrücken, gern her damit. Wir sehen uns dann morgen wieder und ich werde jetzt mal den Ton checken, denn der Wind ist teilweise doch ziemlich heftig. Naja, bis dann.